So, wir müssen uns in den Hangar bewegen und hoffen, dass wir da Ferguson seinen Arm finden. Hat nämlich keine Lust mehr, großartig hier rumzurennen. Ferguson soll Richtung Treibstoffdepot gegangen sein. Vielleicht liegt da sein Arm. Das ist Treibstoffdepot. Jetzt sehe ich nicht mehr durch. Ich denke, zum Hangar sollen wir. Jetzt bin ich verwirrt. Ich gehe mal hier runter. Upsala, hier muss ich runter. Ach kacke, geht zur Sektion F. Ja, du bist ja die ganze Zeit hier unten, Mann. In deinem Scheißkeller. Kommst nicht raus. Die Leute kennen dich gar nicht. So. Ich krieg Hass. Hass. So, ich glaube, hier ist der Hangar. Genau, da haben wir unser Baby. Also schön. Wo versteckst du dich, Arm? Was denn jetzt? Nee, warum muss ich gegen den Arm kämpfen oder was? Mega gut. Erstmal kurz hier aufladen, ne? Nein, ist schon voll. Alles klar. Also wenn, dann kann der Arm ja nur hier unten sein, ne? Ja. eklig. Oh, Leute, was ist denn hier los? Oh, ey, das gibt's ja nicht. Laser. Ups, falsche Waffe. Mann, ist ja nervig. Ding, 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 ding. Hä, warum sind die Waffen jetzt wieder weg? Boah, ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Hä? Ja, da geht's lang. Oh, Ferguson, seinen Arm habe ich gefunden. Und da geht's weiter runter. Sehr gut, das ging aber schneller, als ich es erwartet hätte. Komm, runter da. Boah. Wofür habe ich aber jetzt meine Waffen gezogen, bitte? War es jetzt ein Bug im Spiel? Oder war es schon... Ich weiß es nicht. Verstandener Gegner? Das waren gar keine von uns. Guck mal, wo ich hier rausgekommen bin. Hä? Lappen. So, zurück zu Ferguson. Seinen Arm wieder abgeben. Warum leuchtet denn immer noch überall, dass ich... Ach, ist ja auch egal. Ferguson? Arm ist verschwunden. Nee, hab ich schon. Hey. Scheiße, geht's gleich lang. Ja, ja, ist alles gut, wir haben den Arm. So, da ist die, Alter. Wo ging's hier eigentlich nochmal hin? Interessant. Oh, hochinteressant. Aha. War da mal irgendwas? Ach, ist mir auch egal. So, wir gucken nochmal kurz raus. Ich bin der Meinung, irgendwann erwischen wir hier einen Fisch. Schade. Ich hatte gehofft, irgendwann, wenn man durchguckt, wie so eine Art Easter Egg, dann schwimmt hier irgendwas lang. Godzilla oder so. Naja, dann halt nicht, Godzilla. Peace. Ja, ich muss jetzt nur in den Club Wiesenau wieder zurück. Den muss ich aber erstmal wieder finden. Was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße. Tagebuch als Soldaten. Ich fühle mich wie ein Feigling. Sie haben unser U-Boot gestohlen. Die Hammerfaust, das Juwel unseres geliebten Kanzlers. Entschuldigung, irgendwie läuft's gerade nicht. Ich wünschte, jemand hätte den Mut, sie uns aus den Händen dieser abweichlerischen Wilden zurückzu... Ach Leute, ich verlasse es sein. Hat noch nie gut geklappt, wenn ich gelesen habe. Mutter ist so stolz, dass ihre beiden Söhne auf der Seite des Guten stehen. Boah, ist aber auch abartig viel, Leute. Kampfsimulation? Freiheitschroniken. Oh, gar nichts. Davon wollen wir erstmal nichts machen. Was kann ich hier machen? Nix. Ja, hier ist noch einiges zum Lesen. Habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Das ist mir ein bisschen zu viel.
Dort ist noch was zum Lesen. Alter Schwede. Das ist jetzt wirklich ein bisschen viel gewesen. Kacke, wo ist denn dieser Club Wiesenau? Wir laufen nicht so dermaßen auf diesem Boot. Oh, wir sind da. Alles klar. Wacht er nicht mehr auf? Und? Ach, guck mal, sein Lieblingsshirt, was Max bemalt hat, ist aber ein hübsches Herz geworden. So, dann geht's wahrscheinlich auch gleich los mit der nächsten Level, ne? Wollen Sie mich umbringen? Na bitte. Der bewährte Katerkiller von alten Horten funktioniert immer. Bam. Warum lümmeln Sie hier rum, hä? Müssen wir nicht zur Einsatzbesprechung? Die Party ist vorbei, let's go. Einfach sein Hütchen runtergehauen. Unbegreiflich. Entschuldige, dass ich wegen des Hemds so sauer war. Bist ein guter Kerl. Max Hass? Meine Brüder und Schwestern. Meine Brüder und Schwestern. Hört mir zu. In weniger als 6 Stunden tritt Frau Engel, wie geplant, in der Jimmy Carver Show auf, live aus Hollywood, Kalifornien. Während die Leute im Fernsehen dieser Schlampe in den Arsch kriechen, infiltrieren wir den Ausmerzer, schalten das Odin-Verteidigungssystem aus und kapern ihr Schiff. Und dann finden wir die Fotze und erledigen sie. Was ist? Frau Grace, ich habe die Odin-Codes entschlüsselt, die Herr Blazkowicz von der Venus mitgebracht hat. Es ist nur ein Wort. Valhalla. Geben Sie es an einem beliebigen Odin-Terminal ein, um die automatischen Verteidigungssysteme abzuschalten. Gut, Sie können jetzt gehen, Regimeflittchen. Wie ich schon sagte, wir finden diese Schlampe und erledigen sie. Grace! Was? Oha. Ich bin kein Regimeflittchen. Kapiert Sie es endlich? Sie haben kein Recht, mich als jemanden abzustempeln, der ich nicht bin! Der unbedeutender und weniger menschlich ist als Sie! Sagen Sie es, dass ich nicht zum Regime gehöre! In Ordnung. Okay, verstanden. Sie gehören nicht zum Regime. Oh, wahrscheinlich doch der einzige Weg, wie Grace das versteht. Ich liebe dich. Verstehst du das denn nicht, du voll... Idiot! Und es tut weh. Es tut weh, dass du so dumm bist und mich nicht auch liebst. Aber ich werde meine Tränen trocknen und darüber hinwegkommen. Weil ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Nur mit deinem Körper werde ich im Geiste hin und wieder meinen Spaß haben. Und du kannst nichts dagegen tun, Sigrun. Was? Ich gehe ja schon, okay? Niemals. Bleiben Sie. Sie kommen mit uns. War eine richtige Daily Soap hier. A la GZSZ oder so ein Scheiß. In Ordnung, Sig. Sie sind die Expertin, erzählen Sie. Wir müssen uns schnell und niedrig annähern. So gewinnen wir Zeit, bevor uns das Odin-Radar entdeckt. Wenn wir uns direkt unter dem Ausmerzer befinden, müssen wir schnell senkrecht aufsteigen. So können wir die Odin-Eröffnungssalve am ehesten überleben. Mit etwas Glück sind wir weg, bevor Odin eine Rakete auf uns abfeuert. Was mit Anja jetzt? Die ist gerade aus dem Helikopter gesprungen. Hat sich abgerollt und das Ganze im Schwanger. Braucht die Frau mir nicht erklären, wenn ihr schwanger seid und euch nicht hinsetzen könnt oder euch hinsetzen wollt, dass ich den Platz auf freimachen muss. Kann ja wohl nicht sein. Alright, geht gleich. Lauf! Ja, ich bin noch dabei. Chill mal. Oh. Lauf! Ja, sie hat nicht gesagt springen, sie hat gesagt lauf. Falsche Anweisung. Typisch Frau wieder. Typisch Frau. Falsche Anweisung. Fuck. So, erstmal muss ich hier meine Waffen ordnen. Okay, ich brauche immer wieder meinen Schockhammer, Baby.
Zack, hier brauche ich meinen Laser, dass ich immer wieder wechseln kann und dann geht's wieder zurück. Ja. Wir sind ja schon dabei. Was ist denn jetzt los? Das habe ich wohl nicht geschafft. Okay, da kommt man nicht rauf. Ach Mann, sie sagt doch, warte, William. Vielleicht sollte ich mal warten. Aber es sah dahinter für mich aus, als ob man da auch raufspringen kann. Bin mal gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Das geht echt schon lange. Also abgesehen davon, dass ich das ja nicht so ganz gut kann, sollte ich aber nicht mehr als, sagen wir mal, 2 Stunden verschwendet haben. Ja, wo denn? Hier hat einer auf mich geschossen. Wer hat denn zur Hölle nochmal hier auf mich geschossen, bitte? Was ist hier was? Was ist das? Was ist das? Da passiert nichts. Hä? Warum komme ich jetzt hier hoch? Hat sie es hier auf mich geöffnet? Ich folge dir. Mach das mal, Baby. Ach, hier waren wir schon mal. Das war hier, 1., 2., 3. Folge, wo ich sagte, oh, krass, wie modern das hier ist. Und trotzdem hier so ein Tonband, Magnetband, Lesegerät, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Das ist hier richtig vernichtet. Oh, nee, wa? Kacke, kann ich voll abschmatzen. Ich mach die da um. Kacke, ey. Diese blöden Roboter. Meine Güte, das gibt's nicht. Ich geh mal kurz rein hier. Ich sterb wahrscheinlich gleich. Ja, gut. Wenn die mich sowieso entdecken, gehe ich einfach gleich rein, schieße das Roboter-Ding vom Himmel und dann sollten wir das ja auch ohne Probleme schaffen. Mann, ey, ich stell mich doch schon wieder an wie so ein Hinterwäldler. Ich spiele das erste Mal PlayStation. Tust du, William? Ja. Ich folge dir. Okay. Blub, 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 blub. So, ich muss mein Laser mal hier auf 2. Stelle setzen wieder. Sonst haben wir den später nicht. Meine Güte, das Ding kommt aber nicht runter, wa? Er hat keine Granaten? Oh, Mann. Das ist alles blöd. Keine Granaten ist mehr als blöd. Man schießt immer auf das Ding. Also auf den Typen war ja kein Ding. Kacke, ey. Voll die Lebensenergie weg. Ja, es ist tatsächlich hier wieder dieselbe Level. Damals, glaube ich, sieht es jedenfalls genauso aus. 2 davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugin-Leitstand die Backbordverteidigung, der Munin-Leitstand die Steuerbordverteidigung und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Schiff selbst. Verstanden. Wie kommen wir dorthin? In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hugin-Leitstand öffnet. Die anderen Bereiche des Schiffes sind von Ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg, Anya. Mann, das ist nervig. Also ist das jetzt so Recycling von alten Levels? William, such den Hugin-Leitstand. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Darf ich erstmal kurz einsammeln, ob ich irgendwas für mich finde, Rüstung? Ich versuche, einen Weg durchs Schiff zu finden. Ja, machen wir gleich. Scheißendreck. Scheißendreck. Was ist denn hier drin? Geh durch diese Tür. Such den Hugin-Leitstand. Jaha. Ich bleib hier und suche nach einem Weg zu den anderen Bereichen. Du hast dich wiederholt. Ach, die Tür, die war gerade noch nicht offen. Jetzt ist sie offen. Ja, das ist nämlich genau hier, wo wir uns verschanzt haben damals. Ah, oh, die Nummer schon wieder. Genau dieselbe Stelle auch noch. Warum ist das ein Roboter? Und immer noch keine Granate? Das ist ja blöd. Ich hab kein... Ja, gut, was soll ich machen? Keine Lebensenergie, keine Granate, gar nichts. Ach, das macht ja schon wieder keinen Spaß. Ich hab nichts, keine Lebensenergie, keine Granate. So, ich probiere mal was. Wie kann ich denn hier wieder Hand machen? Da kann ich wieder Hand machen. Sehr gut.
Ah, cool, das ist ja auch fett. Scheiße, ich wollte jetzt nur die Waffe alleine haben. Kacke. Nein, Mann, ich will nur die Scheißwaffe alleine. Nein. Ich will noch nicht. So, ich will jetzt nur meinen geilen Laser haben. Das ist nämlich geil. Kann ich jetzt... Ah, so kann ich ziehen. Ob mir das was bringt, weiß ich nur nicht. Zack. Rüste ich jetzt einfach alles hier? Oder ich probiere hier alles zu rüsten. Zack. Zack. Da nutzt einer um die Ecke. Zack. Zack. Und wenn der verguckt hier, oder... Hab ich ihn getroffen? Nee, wahrscheinlich nicht. Jetzt aber. Zack. Der kriegt auch noch sein Fett weg. Jo, wo ist denn der Große? Sollte hier nicht ein Großer kommen? Manchmal macht man sich das Leben so schwer. Dabei hat man noch einen Laser. Mensch, Leute, denkt dran. Wenn ihr mal zu Hause nicht weiter wisst oder auf Arbeit oder sonst irgendwas, denkt dran, ihr habt einen Laser. Nehmt einfach einen Laser. Hier ist doch noch ein großer. Ah, warte mal, das ist der rote. Der ist natürlich auch nervig, so ein Flieger. Flieger. Kann ich nämlich gar nicht leiden, dieser Roboterflieger. Ah, wo ist der denn? Hab ich ihn? Nee. Ah, da ist der Ficker. Der Ficker! Aber den grillen wir ja bekanntlich sehr schnell mit unserer Superwaffe. Ah, ich stehe auf diesen Laser. Wir verwenden ihn viel zu selten, Leute. Viel zu selten. So, nehmen wir mal die Waffe mit hier. Ha, sehr geil. Ja, die Dieselkanone ist auch ziemlich fett. Laser- und Dieselkanone, die mag ich sehr. Und diese Geschützwaffe, die so einzelne, die so, wie so, Explosionspatronen schießt oder sowas, die mag ich auch sehr. Also, eigentlich mag ich jede Waffe. Hä? Ich hab doch, das hier ist doch um Diesel aufzuladen. Nee, ist auch für Allergie. Ja, schade. Das sah hier so rot aus. Ich dachte, das wäre, damit ich meine Dieselwaffe aufladen kann. Schade. Na gut. Wir gehen erstmal weiter, gucken mal nach, wie es hier weitergeht. Unsere Lebensenergie sieht auch schon mal besser aus als vorher. Und unsere Rüstung auch. Oh, da gibt's was. Was ist das? Es blinkt, aber ich kann es nicht aufheben. Ha, lustig. So wird man hier verarscht in dem Spiel. So wird man verarscht. Gelockt mit irgendwelchen Dingen, die gar nicht da sind. So, Energie ist voll. Na, wir gehen hier einfach mal schnell weiter jetzt. Hoffentlich kommen wir nicht wieder nach draußen, ey. Trottel. Boah, habt ihr gesehen, hier richtig, wie jetzt so zusammengefallen ist? Oha, Baby. Das ist ja genau meins. Ach nee, ist ja der Laser. Na gut, der hat aber mehr Schuss als der... Nee, warte mal. Wir machen das anders. Wir bleiben bei der Dieselkanone. Da haben wir zwar nur 33 Schuss, aber vielleicht finden wir ja was zum Aufladen. Und es geht wieder nach draußen. Das ist echt Resteaufwertung, was die machen. Dieser haben wir Glück, wa? Ich sag gerade noch, wir bleiben bei der Dieselkanone. Vielleicht finden wir ja was. Und gleich gefunden. Mega gut. Wir sind so super hochintelligent. Hier sind wir damals rausgegangen. Jetzt können wir aber hier durchbrechen. Achso, geht ja nur ohne Waffe. Hey. Oh. Bam. Waffe. Oh, klasse. Hat sich mega erledigt gleich. Weil wir hier eine Leiter hochklettern müssen. Oh, kacke. Wofür mache ich mir denn die ganze Scheißmühe hier? Wenn ich hier einfach immer nur in den Arsch gebumst werde. Na, wenigstens gibt's hier Rüstung. Und Lebensenergie. So, welchen Weg nehmen wir nun? Den Weg oder den Weg? Ich glaube, spielt im Endeffekt keine Rolle. Jetzt wollen wir aber mal gucken für... Bolzenkanone. Also, Entschuldigung. Schockhammer. Und natürlich unser Sturmgewehr. Mit Schaden gegen Rüstung. Das ist ja blöd. Habe ich die Dieselkanone völlig umsonst mitgenommen. Oh, was gibt's denn hier? Wo bin ich hier? Völlig verwirrt, der Dirk.
Der Light meine ich. Oh, da steht schon einer. Oh, da steht auch schon einer. Sag mal, Alter, ich sag euch, das fühlt sich alles so Resteverwertung an. Die stehen auch alle mit dem Rücken hier rum. Was denn jetzt? Den wollte ich gar nicht. Na egal, war trotzdem geil. Schön das Bein hier abgesammelt. Richtig schön. Hier ist noch einer. Tja, der hat mich noch gesehen, aber nicht mehr rechtzeitig. Hier haben wir nämlich damals die Tür geöffnet, wo dann die Box drinne war, die man in die Luft sprengen musste. Dort ist jetzt ein Raum mit dem Weg, von dem wir gekommen sind. Genau. Das ist ja echt mega Resteverwertung. Tja, da brechen wir mal lieber nicht durch. Hier können wir uns durchpressen, unterirdisch. Bin ich mal gespannt, kann ich hier langschleichen? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Hallo? Wo zur Hölle bin ich denn jetzt? Scheint, als ob ich hier schon war. Ja, Granaten, endlich, ey. War ich ja vorhin geschockt, dass ich keine Granaten hatte? Konnte ich mir überhaupt nicht erklären. Okay, wir können da also nur durchbrechen und gucken, was passiert. Also von daher. Okay, hat mich keiner mitbekommen. Hier, das ist genau die Stelle wieder, Leute. Ich sag euch das. Das ist richtig Resteverwertung. Ficken. Oh, hier war doch gerade der Kommi. Da ist er ja tot. Cool. Fick dich, Alter. Sollt euch alle ficken. Oh, ey, krieg ich den nicht, Kleine? Mann, ey, ich bin aber drauf. Granate? Nein! Scheiße, jetzt habe ich mich aber gerade wie schon wieder wie ein Hitlerwäldler Hinterwäldler angestellt. Sehr gut. Kacke, Alter. Jetzt bin ich gerade wie so ein Hühnchen lang gerannt, was nicht wusste, wo es. Mann, wieder hier hinten, ey. Das gibt's nicht. Warum dann schon wieder hier hinten? So macht das Ganze gar keinen Spaß. Wow. Ach, man, leck mich doch. Meine Güte, ey. Ja, wir sind aber diesmal keine Rüstung und keine Lebensenergie verloren. So, Granaten. Zack, haben wir 7 sexy Stück. Vielleicht Waffe mit Schalldämpfer? Welche ist denn das nochmal? Ich glaube die hier, oder? Ich glaube meine Waffe, die ich jetzt habe, hat einen Schalldämpfer. So wenigstens bis der Große weg ist, dann können wir uns weiter bewegen und gucken, ob wir bis zum Kommandanten rennen können. Wenigstens der Große muss aber erstmal down. Boah, nee, der muss nachladen. Boah, Mann, Mann, Mann. So, Kommandant down. Ich habe fast gar nicht gesehen, den Typen hier. Mann, was muss der denn hier mal so viel nachladen, ey? Ist hier noch ein großer? Zack. Boah. Krass, der hat den ganzen Unterkörper weggeschossen. Nein, wie hart ist das denn? Leute, wie hart ist das denn? So, erstmal hier kurz alles aufsammeln und farmen. Oh, neue Rüstung, sehr gut. Meine Güte.
Ist aber auch noch kein Zuckerschlecken, du. Oh, neue Granaten. Habe ich so viele Granaten schon wieder verbraucht? 3 Stück habe ich, gerade aufgesammelt. Kann mich gar nicht erinnern, so viel verwendet zu haben. Gibt's noch ein bisschen Muni. Alter Schwede, bin ich schon wieder so alle. Sind meine Munitionsvorräte schon wieder so runtergeratzt. Oh ja, die Waffe nehmen wir auch mit. Mit 100er Schuss ist schon ganz gut. Aber hier gibt's ja noch was. Nee, die ist leer. Da unten gibt's nochmal eine geile Weste. Zack, haben wir. Vielleicht mal hier oben langlaufen? Na, ich glaube, da gibt's nicht viel. So, gehen wir hier in den Computer und gucken mal, wie es weitergeht. Mal sehen. V-A-L-A-A-L-L-A. Valhalla. Gut gemacht, William. Die Backbordverteidigung ist außer Betrieb. Komm so schnell wie möglich zurück. Ich glaube, ich habe einen Weg zu den anderen Zielen gefunden. Ich vertraue der Alten irgendwie nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl dabei. Also Sigrun hier. Irgendwie habe ich jetzt so inzwischen ein ungutes Gefühl, weil die so unscheinbar ist. Die ist ja durch all die Kapitel so unscheinbar mitgezogen worden. Ohne großartige Beachtung. Entweder hilft die uns wirklich, was schön wäre, oder sie fistet uns. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das Valhalla, wenn wir es eingeben hier oben auf Odin, dass dadurch Engel benachrichtigt wird. Oh, 2 Kommi-Kommidanten, Alter. Naja, wir nehmen alles mit, was wir hier mitnehmen können. Guck mal, da hinten ist schon mal der Kommandant. Ist das der Kommandant? Ich weiß es nicht. Naja, wir werden sehen. Boah. Zum Glück hört hier niemand Alarm rufen. Und sein Schrei hört auch niemand. Sehr lustig. So, ich kann hier runter. Das ist doch genau das gleiche Ding, wo wir waren, nur rückwärts, Alter. Das ist hier die 3. Episode oder so. Nur rückwärts. Zack, zack, zack. Da ist schon mal ein Kommandant. Gutes alter Hackeball. Hackeball macht alles klar, Alter. Was geht, was geht, was geht? Die stehen auch alle mit dem Rücken hier, wie auf so einem Serviertablett. Silbertablett. Serviertablett? Ich glaube, das nimmt sich nichts wahr, Leute. Bemannen, halten zum Entfernen. Hehehehe. Wisst ihr, was ich mache? Ich speichere einfach mittendrin. Dann müssen wir nämlich die Scheiße nicht nochmal machen. Hui. Wenn ich nämlich drauf gehe, haben wir schon mal einen Kommandanten down. Und müssen nicht den ganzen Dreck normal machen. Das gefällt mir ja gar nicht, dass diese ganze... Der steht, glaube ich, nicht mit dem Rücken zu mir und ist ein großer. Das heißt, den können wir nicht schnell ausschalten. Na gut, hat sich jetzt erledigt. Nee, es gefällt mir gar nicht, dass... Hey, cool, wir haben den zweiten Kombi erledigt. Alles klar. Dass wir hier exakt die gleiche Level machen, wie wir schon mal gemacht haben. Und treffe ich denn den Typen nicht, Alter? Dass wir hier exakt dieselbe Level wieder laufen. Das ist so... Ach, keine Ahnung. Lebt immer noch, Alter. Die Waffe war auch mal stärker, die ich hab. Was denn jetzt? Zum Glück haben wir gespeichert. Zum Glück haben wir gespeichert, Mann. Ach, Mann. Nee, mir gefällt's nicht, wenn Levels aufgewärmt werden.
Von wo jetzt? Von hinter mir? Wie will der mich denn gesehen haben, Alter? So, jetzt muss ich den Dreckskommandanten wieder finden. Ich kletter hier einfach durch, ist mir egal. William, ich brauche Hilfe. Beeil dich, bitte. Oh, tut mir leid. Roboter tot. Hier unten nochmal alles absuchen, aber eigentlich können wir uns das sparen. Eigentlich können wir uns das alles sparen. Was denn jetzt? Hä? Dann muss ich hier gar nicht lang. Doch, ich habe die Odin kurz eingegeben. Vorhin war hier aber noch keine Kiste und das Tor war noch nicht offen. Wir gucken uns mal unten um. Nimm dazu unsere Dieselkanone, die ist ein bisschen geiler. Finde ich jedenfalls. Auf einmal sind hier auch keine Gegner mehr, ja? Tja. Ist wieder einer dieser Nummern. Beim letzten Mal sind wir gerade draufgegangen, weil wir haben zwar einen Kommandanten erledigt, aber die restlichen Soldaten haben uns gefunden. Wir sind aber anscheinend einen Weg weitergegangen. Weswegen keine Gegner mehr in diesem Bereich sind. Also, ich weiß nicht. Irgendwie ganz komisch. Blöd umgesetzt. Ach nee, da sind ja noch welche. Sehr schön. Also, was heißt sehr schön? Ich freue mich nicht drüber, dass ich jetzt hier noch mehr Besuch kriege. Aber sehr schön, dass das Spiel uns doch nicht ganz verarschen will. Aber wir gehen jetzt einfach meinen Weg hier weiter, wa? Ich glaube, wir haben auch gleich unser Limit hier erreicht für unsere Folge. Naja, wir gucken mal. Was muss ich machen? Kehre zu Anja zurück. Ja, ich weiß ja nicht, wo die rumhängt. Ach so, ja, stimmt. Oh, Mann. So, den machen wir auch gleich hier. Den natzen wir richtig. Mit unserer Dieselkanone können wir alles natzen. Ist gar kein Problem für uns. Die Dieselkanone ist echt mega fett, Alter. Gehe ich die nochmal aufladen? Wenn wir gerade die Möglichkeit haben, gehe ich die einfach nochmal aufladen. Warum sollte ich es nicht machen? Wenn wir doch die Möglichkeit dazu haben. Oh ja. Die Dieselkanone ist geil. Ach man, alle Waffen sind geil. Sie ist keine Waffe bei, die nicht geil ist. Selbst die kleine Kampfpistole, wo ich mal sagte, die ist scheiße. Selbst die ist eigentlich im Nachhinein doch ganz geil mit den Raketen. Man benutzt die Waffen halt nur viel zu selten, ne? Man hat halt seine 2-3 Favorites-Sets, die man verwendet. Ja. Was denn jetzt? Wo ist denn Anja? Ach, da ist er. William, ich bin hier drin. Hab ich gesehen. William, spring in die Transportkapsel auf der anderen Seite. Ich habe sie umprogrammiert. So kommen wir nach oben. Von dort aus erreichen wir die anderen Odin-Leitstände. Okay, ma'am. Hey. Achso. Nein, da fehlt uns hier diese Kanone wieder. Oh, Mann. Festhalten. Küsse. Ich liebe dich, William. Sag was. Oh, oh. Sag, das ist sogar kein Ding. Puh. Oha. Wo bist du? Ach, da ist sie schon. William, auf der anderen Seite ist noch ein Schacht. Von dort aus solltest du den Munin-Leitstand erreichen. Dort musst du die Steuerbordverteidigung deaktivieren. Ich gehe weiter zum Odin-Hauptleitstand. Okay, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.